Neues Video von Kein Konzept schon gesehen? Tatsächlich nicht. Kein Konzept haben wir generell noch gar nicht weiter angeschaut. Früher, als er zu C-Max immer die Videos gemacht hat. Aber sonst, weil ich muss ehrlich sagen, diese ganzen Meme-Sachen habe ich mir nie weiter reingezogen. Vielleicht ist das ja was überkrasses. Alter, ich muss erst mal reinschauen. Ich habe mit ihm Kontakt. Das ist ein sehr sympathischer Typ. Ich kann nichts gegen ihn sagen. Und die Kids wollen mehr. Das ist heute schon mehr. Von den Zapfsäulen. Ah, ja, das war doch die Stelle, die wir nicht sehen sollten, oder? Alter, ich hoffe mal, das ist nett wird. Oh, Bruder, wie lange geht denn das? Was? Wurde er wirklich gebannt deswegen? Bruder, wie lange geht denn das? Nee, der 8 ist bestimmt nicht gebannt gewesen dafür. Du kannst ja mal die anderen fragen. Yeah. Bitch, ich fahr nem. Oh mein Kopf! Voll gegen das Mikrofon gehauen! Weg! Oh, dieser Arsch, Digga! Oh. Junge, was ist denn mit Monze los? Real Talk, was ist das? Yo, wir können Flugzeug fliegen, Freunde! Ich schwöre, ich flieg zum ersten Mal hier Flugzeug, wartet mal! Mayday, ich kenn die Steuerung nicht, Mayday, ich kenn die Steuerung nicht, Bro! A monitor lizard entered a store in Thailand and started... Ein Krokodil im... Einfach ein Krokodil! Supermarkt! Bro, wo ist denn das ein Krokodil, Alter? Ey, wirklich, aber das check ich auch nicht. Ich weiß manchmal nicht, ob das mit Absicht so gesagt ist oder nicht. Komodo-Woran? Die sind doch nicht so groß. Komodo-Woran, Alter. Stell dich vor, es wäre einfach normal, dass man mit seinen Homies rummacht. Und wir würden immer so rummachen als Begrüßung anstatt so ein Handshake. Wäre überfresh. Juju, zu abgehoben, um Prime-Subs vorzulesen? Oder warum wurde ich seit 13 Monaten kein einziges Mal vorgelesen? Brudi, ich sag dir auch so, auch die nächsten 13 Monate wärst du nicht vorgelesen. Ich hab noch einen Adblogger drin. Wieso ist trotzdem? Ich hab letztens mit euch Adblogger reingemacht. Wieso macht er denn die Werbung jetzt? Oh, ich bin überfordert, Leute. Ich bin überfordert. Warum macht er mir das trotzdem rein? Ach, das ist gar keine Werbung. Ach so. Denkt ihr, irgendwer, irgendein Streamer, der keine Face gemacht hat, schon mal nackt gestreamt? Safe, oder? Oh, ey, no joke. Boah, so geile. Was hab ich da in den Füßen, Digga? Alter! Ein Stück Pizza vom Tag davor. Das frage ich mich halt so, weißt du, Digga, wenn hier ein. Ah ja, ist halt widerlich. Also ohne Scheiß, aber auch nackte Füße. Jetzt mal ohne Scheiß, wer findet Füße geil? Eins in den Chat, wenn ihr sagt ja, zwei in den Chat, wenn ihr sagt nein. Ey, ohne Scheiß, ich finde wirklich nackt, es ist nichts Schönes. Ich finde einfach Füße, die sind zum Gehen da und zum Stinken da, aber das war's dann auch. Einer 2 Euro donated, okay, ist noch, kann ich gerade noch so überstehen, aber donate einer 10 Euro, ich könnte nicht, also halt. Es, Digga, der Punkt ist, dass die Leute irgendwie, also ich, ach Digga. Try your best. 195.000. So fühle ich mich aber auch immer, wenn ich spreche und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Was kostet der normale? Oh ja, kostenloser vorne und 6 Videos bis. Oh shit. Das ist aber auch so dumm, jetzt mal Real Talk, ey. Also, das ist doch auch absolut lost. Jetzt mal ohne Scheiß, wer macht denn das über den normalen Browser? Also, das ist auch Wahnsinn. Das ist auch unfassbar dumm. Was? Pornhub? Ja, klar. Hier wird fleißig gearbeitet, wenn der Stream offline ist. Ja, schon mal was von Inkognito-Modus gehört, oder wie? Inkognito-Modus ohne Scheiß rettet einem Leben, sag ich mal. Gerade als Streamer ist das wahrscheinlich belastend, wenn du da ein P eingibst. Deswegen mache ich immer mein Gesicht so hier, beziehungsweise meine Kamera mache ich immer groß, wenn ich irgendwas eingib, sonst habe ich Angst. Okay, super, reparti, BG. Oh no. Letzter. Weniger Pornos. Ey, ohne Scheiß, ich habe noch nie aus Frust etwas kaputt gemacht. Und ich bin stolz drauf. Schauen, Bruder, da liegt's doch nicht, du Hund. Elotrix Bad Wuchs ist wie der Berliner Flughafen einfach unvollständig. Ey, was soll denn das hier für ein Front? Bruder, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Bart. Diesmal so, andere haben gar kein Board, Digga.
Er ist ein Mixer, wirklich. Das ist ein Streamer, den kann ich dann noch nicht mehr leiten mit solchen Aussagen. Ja, ich habe halt einen krassen Bart. Viele Leute wissen das. Ich habe halt auch einen krassen Bart. Ich zeig den nur nicht so gern. Junge! Tobias Goschütz! Dicker, ohne Nachricht, ohne alles, einfach 20 Euro raufgedrückt in mein Arschloch rein. Mann, ich will nicht so reden, ich will nicht so fäkal reden, um auch bei den Frauen einfach mal den Eindruck zu machen, dass ich auch wirklich ein, ich kann auch wirklich ein Lieber sein. Junge, einfach in mein Arschloch rein. Wirklich, ich kann auch so ein richtig zärtlicher sein, so mit Wange streicheln. Och ja, es wird alles gut. Oh, dann würgen und dann ficken. Mann, ich kann einfach nicht ordentlich, ich kann nicht anständig sein. Wie viele Zahlen hat das Alphabet? Wie viele Zahlen hat das Alphabet? Ja, ohne Scheiß. Das ist halt offensichtlich, dass es mittlerweile gespielt ist. Also bei Reefed denkt man halt wirklich, die spielt das nicht, weil Reefed wirklich so klingt, als würde die das nicht checken. Aber das kannst du mir nicht sagen. Ich denke, die ist schlau genug und macht das aber mit Absicht. Genauso wie Trimax. 24. 26. Schippiki Ficki, Dankeschön für 215 Bits. Vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank, das geht in mein Herz rein. Und Tobias Geschütz, danke schon auch für deine 20 Euro, das geht auch in mein Herz rein. Ihr denkt so, hey, er macht so auf diesen Ehrenspruch, danke, das geht in mein Herz rein. Das ist einfach der Herzschrittmacher, den ich mir gerade finanziere. Mann, das ist gar nicht lustig. Ich habe eventuell gerade den Griff hier angefasst und mir komplett die fucking Hände verbrannt. Wollen wir wetten, er greift nochmal ran? Alter, Junge, andere. Oh, ist ja dumm. Ey, das ist doch so klar, und vor allem der sagt es gerade, also es ist wirklich so dämlich. Genau das. Digga, das ist. Ey, das war. Ey, was war denn jetzt gerade? Ach so! Oh! Oh shit! Oh shit! Zum Glück wurde es zensiert, Alter. Das ist. Ey, das war. Ich habe vor 2 Wochen auch einen PCR-Test gemacht, okay? Ich komme da an, so der Typ kommt und... Hey, na, ich weiß nicht, bis wann, muss ich mal gucken. So ans Auto ran, Fenster unten und der macht so das Stäbchen, okay? Und er ist 20 Sekunden in meinem Rachen drin. Ich denke so, oha, wie lang noch, Bruder, chill. Dann fährt er in meine Nase rein und nicht nur, dass eure Kommentare über meine Nase nicht reichen, er sagt original zu mir, oh, bei ihm ist aber übereinfach. Perfekt, Bruder. Was für eine Höhle. Schaut euch das an. Unglaublich. Mit der Mission herauszufinden, ob dies die größte Höhle der Welt ist. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Ja, geiles Video ohne Scheiß. Ich hab mir das Ewigkeit nicht mehr reingezogen. Ey, ich muss ja ehrlich sagen, so gerade zum Vormittag eigentlich mega entspannt. Outro besser als das Video. Ey, ohne Scheiß, dein Outro, ich finde die Musik mega stark. Du schon.